The Trump administration decided to prosecute Julian and WikiLeaks because the agenda of the Trump administration was to target the press. The US First Amendment is the gold standard globally on press freedom, and the prosecution against Julian is the single greatest attack there has been on the First Amendment, and that is Trump's legacy. My message to Joe Biden is that you are furthering the worst legacy of the Trump administration. Don't let this also be your legacy. Drop this case. If you don't drop this case will be used by future administrations in order to silence dissent, in order to silence the press. Hallo Heike. Hallo. Wir sind hier heute am 20.02.2024 vom Brandenburger Tor. Und Free Assange steht auf euren Plakaten. Erzähl doch mal ein bisschen was zu dieser Aktion hier heute. Naja, die Aktion, wir machen diese Free Assange, wir sind eine Gruppe, wir machen diese Free Assange Aktion jetzt schon seit über 1,5 Jahren. Jeden Freitag stehen wir hier. Mhm. Heute und morgen stehen wir natürlich besonders hier, weil heute und morgen der Gerichtsprozess in London ist, wo die letzte Anhörung ist und entschieden wird, ob er Berufung einlegen kann gegen seine Ausführung. Besteht da tatsächlich eine große Gefahr für ihn, wenn er ausgeliefert wird? Was droht ihm da? Also da besteht eine Riesengefahr, weil die Amerikaner ihn anklagen unter dem Spionagegesetz. Und da besteht die Gefahr, dass er auch 175 Jahre ins Gefängnis kommen soll. Ja. Und das ist absurd. Das ist, vor allen Dingen, weil es ja im Prinzip frei zugängliche Informationen waren. Ne? Naja, alles, was so rausliegt und was verteilt wird. Das, genau, da kann man ist ja nicht derjenige gewesen, der die Informationen gehackt hat oder gehackt oder sonst was, sondern er ist der Veröffentlicher. Ja. Mhm. Es ist ja auch dramatisch, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass man hier noch vor ein paar Tagen ein großes Rad gedreht hat wegen dem Tod von Herrn Nawalny. Ja. Und auf der eigenen Seite scheinbar auf beiden Augen blind ist. Naja, für mich eine ziemliche Doppelmoral, die da stattfindet. Ja. Seit Jahren. Ja, also ich finde auch, dass der Journalismus hier dringend gestärkt werden muss und nicht geschwächt, weil er ist ja schon in einer sehr prekären Lage, dass nur noch Regierungspropaganda weitergegeben wird. So ist mein Eindruck. Was würde Julian dazu sagen? Also er ist ja derjenige, der dagegen kämpft. Ne? Er ist ja derjenige, der versucht, die Wahrheit ans Licht zu bringen, und deswegen wird er bekämpft, weil anscheinend kein Interesse besteht, wahre Informationen dem Volk nahe zu bringen. Ja, liegt mein Rucksack noch da, ja. Okay, ja. Wie ist der Zuspruch hier so? Also heute war es fantastisch. Für unsere Verhältnisse, wie gesagt, wir stehen ja seit 1,5 Jahren jeden Freitag hier. Und heute waren wirklich viele, viele Leute hier, weil heute waren auch noch zwei andere Gruppen hier. Also, da vorne steht auch noch der große Truck. Da vorne steht jetzt der große Truck auch noch. Kann man da irgendwas besichtigen da? Oder? Nein, in dem Truck nicht. Der Truck fährt ja, ist ein ganz normaler Truck, der fährt halt wirklich über die Autobahnstraße. Da geht es nur um die Werbefläche. Auf die Aufmerksamkeit. Aber in Front von dem Truck sind ja auch Aktionen heute, die Schneemänner, die auch dafür werben, dass er freikommt. Und, ja. Wie kommst du zu diesen Schneemännern? Was verwirkt sich an Symbolik dahinter? Das ist eine Gruppe, die sich dafür einsetzt, dass du dann auch noch freikommst. Okay. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir das jetzt irgendwie mal schaffen in diesem Jahr 2024, dass er da rauskommt als freier Mann und dass wir hier auch im eigenen Land wieder freien Journalismus betreiben dürfen und können, ohne ständig Gefahr zu laufen, wegen irgendeinem Unsinn angeklagt zu werden. Ne? Also ist eigentlich eine Relativierung von allem, was wir vorher hier als gefährlich angesehen haben, was die da treiben. Ne? Ja, also Pressefreiheit ist das, wofür wir stehen. Also Journalisten sind Journalisten und die haben die Aufgabe, Informationen zu veröffentlichen, die vom öffentlichen Interesse sind. Und das, was Assange veröffentlicht hat, ist öffentliches Interesse. Tja, und wenn die Journalisten das nicht tun, dann machen wir das halt. Wenn die das nicht tun dürfen, dann so ist es. Also geht alle raus, macht Videos, haut raus ins Netz und so. Ja, wir haben hier alle Möglichkeiten,
Möglichkeiten der Welt, etwas zu tun. Ihr müsst euch nur trauen, so genau. Wie Julian sich getraut hat genau. Und so wie wir uns jetzt hier trauen, Gesicht zu zeigen für die Freiheit und auch für die Pressefreiheit vor allen Dingen. Für die Pressefreiheit und für die Menschenrechte, weil genau. Das ist ja auch ein großes Thema, was sonst betrifft. Das ist klar. Ja, also vielen Dank für gerne. Das kleine Gespräch gerne. Und viel Erfolg dann. Gerne. Tschüss. Ciao. Der Fall Julian Assange ist eine Schande für die Pressefreiheit und insgesamt für die Menschenrechte und, Christian Mier hat es gerade schon beschrieben, auch für die Rechtsstaatlichkeit. Man kann sich ja kaum vorstellen, dass Großbritannien, dass die USA quasi zum Krisengebiet werden für ein Grundrecht, für ein Menschenrecht. Und deswegen muss ich hier was tun. Mit diesem Verfahren soll ein verheerendes Signal gesendet werden an Whistleblower, aber auch an Journalistinnen und Journalisten. Das ist ja das klare Ziel dahinter und da dürfen wir uns nicht einschüchtern lassen, denn Journalismus ist kein Verbrechen. Wer die Wahrheit sagt, braucht ein verdammt schnelles Pferd. Einer der größten Enthüllungsjournalisten unserer Zeit ist im Gefängnis. Dieser Mensch hat mit seiner Organisation WikiLeaks grundsätzliche Verstöße gegen das Menschenrecht, gegen das Völkerrecht und Mord der Vereinigten Staaten aufgedeckt. Das, was Julian Assange mit WikiLeaks herausgefunden hat und aufgedeckt hat, ist wahrer Journalismus. Alles, was bisher von WikiLeaks veröffentlicht wurde, entsprach der Wahrheit. Da war gar keine Fake News dabei. Und genau das ist das Problem. Julian Assange sitzt im Gefängnis, weil er die Wahrheit gesagt hat. Julian Assange ist ein Held. Er ist Australier, er ist Journalist und im Moment sitzt er in London im Gefängnis. Das halte ich für unfair, das halte ich für ein großes Unrecht. Er muss meiner Meinung nach unbedingt freigelassen werden. Was wird ihm überhaupt vorgeworfen? Er hat ein Video gedreht, in dem er zeigt, dass amerikanische Soldaten im Irakkrieg aus einem Helikopter heraus in Bagdad Zivilisten erschießen. Das Video heißt Collateral Murder. Das hat er auf WikiLeaks veröffentlicht. WikiLeaks war eine Plattform, um mehr Transparenz zu schaffen, um auch geheime Dinge in die Öffentlichkeit zu bringen. Weil Julian Assange hat immer gesagt, wenn wir die Lügen aufdecken, können wir die Kriege stoppen. Und da hat er recht. Julian Assange ist ein Held.